Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Bernie von Airsoft of Desire und heute mal mit einem Video. Nach langer, langer Zeit wieder. Tut mir leid, dass ich so lange kein Video für euch gemacht habe, aber alle Dinge, die ich jetzt in nächster Zeit reviewen werde oder ein Video drüber drehen werde, habe ich für euch in der Zeit ausgiebig getestet, damit ich mein Fazit natürlich auch anpassen kann, damit ich es wirklich mal verwendet habe. Ja, und nicht irgendwie was bekommen habe, Video mache und im Endeffekt stimmt es dann nicht, weil in der Realität es dann beim Verwenden ganz anders aussieht. Ja, und dann kommen wir heute zum Review des Techgear Chestrick Standard in der Farbe Flecktarn. Und dann legen wir auch gleich mal los. Verpackt ist das Ganze hier in einer simplen Tüte. Diese habe ich leider nicht mehr, da ich das Ding ja ausgepackt hatte und ja verwendet habe. Und die Tüte ist mir leider abhanden gekommen. Aber es ist eine simple Plastiktüte gewesen mit einem kleinen Sticker drauf. Techgear Chestrick Standard, Flecktarn, bla bla bla. Ja, so wie man es halt kennt. Und ja, der Chestrick kostet bei Kotter und Zeller 59,98 Euro. Momentan ist er noch im Angebot für 39,98 Euro, also ein sehr heftiger Preisnachlass. Bei anderen Online-Shops kostet er ca. 60 bis 80 Euro, also das ist ja dann ja schon nochmal ein Preisunterschied. Also ich packe euch einfach mal verschiedene Links unten in die Beschreibung rein und dann könnt ihr ja mal durchstöbern, ja, was für euch am plausibelsten ist oder wo ihr lieber bestellen wollt. Kommen wir zu den allgemeinen Infos zum Chestrick. Der Chestrick hat drei Magazintaschen auf der Vorderseite und zwei Mehrzwecktaschen. Dann viele Einstecktaschen hinter den aufgenähten Taschen und ein großes Kartenfach in der Mitte. Das Kartenfach öffnen wir, indem wir diese zwei Knöpfe hier öffnen und haben dann im Brustbereich eine riesengroße Kartentasche. Um euch mal zu zeigen, was man dort für Karten unterbringen könnte, habe ich hier einfach mal eine reingemacht. Dieses laminiert, aber dann doch schon im Verhältnis recht groß. Also wenn man das mal so guckt, also ist da dann schon, geht über die drei großen Magazintaschen, also da passt wirklich eine große Karte rein. Außerdem haben wir in der Kartentasche nochmal einen aufgenähten Sticker mit Tag hier bei MMB, Chestrick Standard, Artikelnummer, bla bla bla. Dann kann man da noch draufschreiben Name, Rang, Identifikationsnummer und Unit. Auf dem Kartenfach bei den Druckknöpfen haben wir übrigens auch nochmal ein Namensklett. Und hier in der Seite haben wir eingestickt Tag hier bei MMB. Außerdem haben wir auf den Schultergurten nochmal einzige Laschen, wo man auch nochmal individuell einzelne kleine Taschen anbringen könnte, wenn man es denn wollte. Und die Schultergurte sind des Weiteren auch mit einem Material gepolstert, welches schweißabweisend und auch schnell trocknend ist. Ja, und es ist auch sehr angenehm zu tragen auf den Schultern. Das Material ist 100% Nylon und die Verarbeitung der Nähte sind 1A. Ja, das ist jetzt die Unterseite vom Chestrick. Ich habe euch etwas näher rangeholt, damit ihr mal die Nähte so nachvollziehen könnt. Wir haben unten an den Magazintaschen jeweils doppelt vernäht und unten an der Chestrick-Platte auch nochmal doppelt vernäht. Und das ist auch wirklich sehr stark vernäht, also da kann man echt nichts dran machen. Hier seht ihr auch gleich nochmal, unten an den Taschen haben wir auch noch eine Ablauföse, falls Wasser in diese Taschen gelangen sollte, so dass es ablaufen könnte. Auch die restliche Verarbeitung des Chestricks ist sehr gelungen, denn man hat wirklich ein 1A-Material. Dieses Flecktarn-Material glänzt nicht wie bei billigeren Produkten. Die Taschen sind 1A gesichert mit so Schnellverschlüssen, die man hier einfach ziehen kann und aufmachen kann. Ja, da man ja auch immer viele Fragen bekommt, ja, was passen denn nun für Magazine in diese Magazintaschen rein? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, da habe ich euch jetzt hier einfach mal ein Double Mag eines G36 reingepackt. Also das passt auf jeden Fall locker in diese Magazintasche. Das heißt, man könnte auf jeden Fall ja hier jeweils Double Mags transportieren und eins in der Waffe oder je nachdem, wie ihr das gerne machen möchtet. Ja, in diese große Tasche ist ja eher eine Mehrzwecktasche. Ja, da passt auch einiges rein. Ich zeige euch das einfach mal von innen. Also das, ich habe ja auch eine große Faust, sage ich mal. Und diese passt hier auch locker zweimal rein. Also da kann man echt eine Menge unterbringen. Und ja, also diese Magazine kann man dann auch recht schnell wieder ziehen. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Dieser Chestrick hat die Universalgröße und passt somit über jede beliebige Schutzweste. Und um euch das nochmal zu demonstrieren, wie das Ganze am Mann aussieht, ziehe ich den gleich mal vor euch an. Und dann könnt ihr ja den Chestrick mal bei einer Körpergröße von 1,87 Meter euch anschauen, wie es denn am Mann aussieht. Und vielleicht auf euch übertragen, was denn da von der Sache möglich wäre.
Ja, außerdem anlegen tut man den Chest-Trick so, indem man halt diese überkreuz liegenden Schultergurte, indem man hier durch diese Löcher durchgeht und dieses freie Stück hier in der Mitte über den Kopf zieht. Ja, dann hat man hier auf beiden Seiten jeweils diese Festmachgurte, die man halt auch hier in der Größe verändern kann. Und ja, mit ganz normalen Clipverschlüssen. Also je nachdem, wie breit dann der Körper von demjenigen ist, kann man das auf seinen Körper individuell einstellen. Auf der Gegenseite haben wir dann das Gegenstück, genau am Chest-Trick. Ist vielleicht alleine schon ein bisschen eine Fummelarbeit, dass man da gut rankommt. Aber nichts, was nicht machbar ist. Ja, und dann nochmal zur Demonstration. Also so sitzt er auf jeden Fall. Wie gesagt, 1,87 Meter Körpergröße. Sieht er dann doch schon arg bullig aus, dieser Chest-Trick, ne, wenn er dann am Mann sitzt. Und nochmal zur Demonstration, wenn man dann hier dieses Double-Make drin hat, kann man es dann wirklich auch schnell ziehen. Was ein bisschen stört, sind dann trotzdem halt diese Halterungsteile, aber das ist ja bei jeder Weste so. Also ich weiß ja nicht, ich kann es ja mal so rum reinstecken, ne? Vielleicht funktioniert es ja besser, wenn ich es dann am Boden greife. Ja, da funktioniert es dann 1A. Also zum Boden reinstecken, also mit Boden nach oben, dann kann man dieses Mac auch wirklich sauber und schnell ziehen und gleich in die Waffe stecken. Ja, das ist natürlich dann optimal. Ja, jetzt seht ihr ihn und damit zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit des TechGear Chest-Trick Standard in der Flecktarn-Variante. Also mein Fazit fällt sehr positiv zu diesem Chest-Trick aus, denn es ist einfach mal ein super Material, eine super Verarbeitung, ein super Verwendungszweck. Er ist einfach nicht so schwer wie eine modulare Weste. Ja, man kann damit viel rennen, man kann damit lange rennen, es stört keineswegs im Bauchbereich. Also ich habe ihn jetzt wirklich auch auf vielen Spielen getestet, auf 24 Stunden Skirms, und es hat wirklich nicht mal in der Nacht gestört. Wenn man sich auch mal legt auf den Boden, auf den Bauch und damit robbt, das ist auch gar kein Problem, das hält das Material auch locker aus. Und ja, also mein Fazit, wie gesagt, fällt positiv aus. Ich kann diesen Chest-Trick weiterempfehlen. Bei weiteren Fragen, bei Sachen, die ich im Video vielleicht vergessen habe zu erwähnen, die euch aber trotzdem interessieren, ja, schreibt es einfach in die Kommentare und gebt mir mal ein Feedback, wie ihr das Video fandet. Und ich bin damit erstmal raus und macht es gut.